Am 14. Mai sind in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Nur 3 Monate sind dann vergangen seit dem verheerenden Erdbeben, das allein in der Türkei mehr als 47.000 Menschen das Leben gekostet und Hunderttausende obdachlos gemacht hat. Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der ultranationalistischen MHP und der kleinen nationalistisch-religiösen BBP an. Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechserbündnis formiert, das vom Präsidentschaftskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu von der sozialdemokratischen CHP angeführt wird. Und bei mir im Studio ist jetzt jemand, den die bevorstehende Wahl ganz besonders interessiert, der türkische Journalist Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet. 2014 gerieten er und seine Zeitung ins Visier der türkischen Regierung wegen der Berichte der Cumhuriyet zu einem geheimen Waffentransport, mit dem die Türkei mutmaßlich den Islamischen Staat in Syrien unterstützt haben soll. Nach einem Urteil, unter anderem wegen angeblicher Spionage, bei dem auch der türkische Präsident Erdogan als Nebenkläger auftrat, drohen Can Dündar in der Türkei mehr als 27 Jahre Haft. Darum lebt er inzwischen seit mehr als 6 Jahren in Deutschland. Und ich freue mich jetzt, dass er bei uns ist und mit uns sprechen kann. So you were former editor-in-chief of the Turkish newspaper Cumhuriyet. In 2014, you got in the crosshairs of the Turkish government because of Cumhuriyet's articles about a secret arms transport, which could prove evidence to Turkey's alleged support of the Islamic State's activities in Syria. After a trial for alleged espionage in which Turkish President Erdogan also appeared as a joint plaintiff, Mr. Dündar, you are facing more than 27 years in prison if you go back to Turkey. Yeah. That's why you're living for more than 7 years now, as we have learned, right, in Germany. Yeah. And yeah, I'm glad that we are able to talk to you now. Thank you. Welcome. Pleasure. So, in Ihrer wöchentlichen Kolumne für die Zeit, da haben Sie schon Mitte Februar geschrieben, das Erdbeben in der Türkei hat auch den politischen Islam in der Türkei erschüttert. Was meinen Sie damit? Ist die Türkei nicht ein säkularer Staat? So in your weekly column for the Zeit, you already wrote in February, the earthquake has also shaken the political Islam in Turkey. What do you mean by that? Isn't this country still a secular one? I'm afraid not, because Erdogan ich fürchte nein, denn Präsident Erdogan hat das gesamte System verändert. Wir hatten ein säkuläres, demokratisches oder sagen wir teilweise demokratisches Land. Aber er hat daraus ein Präsidialsystem nach türkischer Art gemacht. Damit meine ich, es ist anders als das Präsidialsystem der USA mit seinen Checks and Balances, einer unabhängigen Justiz, freien Medien und so weiter. Erdogan kontrolliert alles, inklusive der Medien, dem Parlament, der Justiz, Universitäten, die Intellektuellen und so weiter. Plötzlich hatten wir es mit einer islamischen Regierung zu tun und wir begannen, Demokratie und Säkularismus zu verlieren. Alle Macht ist jetzt beim Präsidentenpalast. Alle Institutionen sind an den Palast gebunden. Das Ergebnis dessen haben wir dann sehr klar während des letzten Erdbebens gesehen. Auf welche Weise ist dieses System jetzt erschüttert? In what way is this system shaken now? Da die Institutionen nicht mehr unabhängig sind, haben sie auf die Entscheidungen Erdogans gewartet. Denn wir haben jetzt ein Ein-Mann-Ein-Parteien-System. Doch dieser eine Mann war nicht in der Lage, all die damals nötigen Entscheidungen allein zu treffen. Mehr als 3 Tage lang konnten die Behörden darum nicht auf das Erdbeben reagieren. Erdogan hat gezögert, denn er wusste nicht, was er machen sollte. Und die Behörden sind leider voll mit Parteileuten. Darum hat der Rettungseinsatz nicht sofort gestartet. So, for example, the rescue team's operations didn't work. Auch der Präsident des türkischen Roten Halbmondes wusste offenbar nicht, was er tun sollte. Denn von Beruf ist er ein islamischer Gelehrter, ein Imam und kein echter Bürokrat. Er wusste nicht, was er machen sollte. Auch die Armee hätte reagieren können.
Aber das wollte Erdogan nicht, denn er hatte Angst, dass die Armee durch den Einsatz populär werden könnte. Und darum schreckte er vor einem Einsatz beim Erdbeben zurück. Then people would think that, oh, okay, this is an alternative to Erdogan. So he was scared of a kind of army's involvement in this earthquake. So people died not only because of the earthquake. Menschen sind nicht nur wegen des Bebens gestorben, sondern auch wegen der Fehler der Regierung. Und die Menschen in den Trümmern haben wirklich gelitten, während sie darauf warteten, dass die Regierung etwas tut. Sie haben geschrien, wir hatten einen Reporter im Erdbebengebiet. Wir haben in der ersten Nacht jemanden geschickt. Stellen Sie sich vor, da schrien Menschen aus den Ruinen. Rettet uns, rettet uns. Und sie schrien 3 Tage lang, warteten, dass sie jemand rettet. Aber es kam niemand. Wegen dieses Versagens sind Menschen gestorben. Viele Menschen schieben das jetzt auf Präsident Erdogan und seine persönlichen Entscheidungen. Aber ist das nicht vielleicht auch einfach ein systematischer Fehler, der auch früher schon mal auftrat? So many people blame just President Erdogan himself. But isn't this also kind of a systematic failure, like a non-working system with corrupt bureaucrats, with firefighters that don't have the proper gear to respond in time? Kind of miscommunication. So isn't this more like a systematic failure? Exactly. Yes, I mean, the system. Absolut. Schauen Sie, das System wurde zerstört. Ich erwähnte ja bereits, dass die Checks and Balances im Staat nicht mehr funktionieren. Die Macht des Gesetzes gilt nicht mehr. Es gibt Korruption. Wenn Sie eine Erlaubnis für ein 2-stöckiges Gebäude haben, können Sie daraus ganz einfach ein 4-stöckiges machen. Und durch diese Praxis entstand das Problem und am Ende diese Katastrophe. Erdogan hat es dann als Plan des Schicksals hingestellt. Das hat er gesagt. Falls Sie gläubig sind und wenn Sie an Religion glauben oder an Erdogan, dann werden manche dieser Leute denken, okay, es war eben unser Schicksal, in den Ruinen zu sterben, während wir auf Rettung warteten. Doch die allermeisten Leute hat das sehr erzürnt. Und das werden wir jetzt auch bei den Wahlen sehen. Das wollte ich gerade fragen. Mehr als 47.000 Menschen sind allein in der Türkei durch das Erdbeben gestorben. Werden die ihren Ärger jetzt, also werden die Überlebenden Wähler, werden die ihren Ärger dann am 14. Mai an die Wahlurne tragen oder wird dieser Ärger dann schon wieder vergessen sein in wenigen Wochen? So, do you think that people will take their anger to the ballot boxes in the upcoming elections on May 14 after the earthquake, or do you think people will already have forgotten this disaster by then? It depends, really. I mean, das hängt davon ab. Nach Ansicht einiger Politikwissenschaftler. Und auch wenn man in die Geschichte schaut, dann zeigen Menschen ihre Reaktionen nicht automatisch an der Wahlurne. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zunächst einmal davon, was die Regierung ihnen verspricht. Sie haben also ihr Haus verloren, ihre Familie und sie brauchen Hilfe. Wenn die Regierung sie jetzt davon überzeugt, dass sie ihr Haus wieder aufbauen wird und wenn die Opposition das nicht in gleicher Weise versprechen kann, dann werden sie sicher zweimal überlegen. Doch im Fall der Türkei ist die Sache noch einmal schwerer. Denn die Wirtschaft war schon vor dem Beben in einem sehr schlechten Zustand. Und Erdogans Regierung hatte bereits an Popularität eingebüßt, schon vor dem Beben. Für den Präsidenten wird es jetzt sehr schwierig werden, sein Volk davon zu überzeugen, dass er sie retten kann. Doch zum Glück ist der Bausektor genau sein Fachgebiet. Er mag nicht viel von Demokratie oder Säkularismus verstehen, aber von der Bauwirtschaft hat er Ahnung. Höchstwahrscheinlich wird er das im Wahlkampf nutzen. Er wird sagen, da ist etwas passiert. Ihr braucht Hilfe und ich werde all diese Häuser wieder für euch aufbauen. Wenn er es schafft, die Leute damit zu überzeugen, dann wird ein Teil am Ende für ihn abstimmen. Aber auch die Opposition ist bei dieser Wahl stärker. Und vermutlich werden sie im Wahlkampf das Gleiche versprechen. Wir werden das Resultat ja sehen.
Ich verstehe. Präsident Recep Tayyip Erdogan kam ja ebenfalls nach einem verheerenden Erdbeben an die Macht, das im Jahr 1999 stattfand, weil er das Versagen der Regierung angeprangert hat und die Frage und die Krise ausgenutzt hat. Die Frage ist, Sie und andere prangern jetzt auch genauso die Regierung an, wie auch die türkische Oppositionsparteien. Welche Chancen sehen Sie da für das Oppositionsbündnis rund um Erdogans Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu? So, President Recep Tayyip Erdogan also came to power after a devastating earthquake in 1999 because he denounced the errors of the government and exploited the ensuing crisis. You, along with many others, and also the Turkish opposition parties, are now denouncing President Erdogan's actions yourself. So what chances do you see for the Turkish opposition alliance around Erdogan's challenger, Kemal Kılıçdaroğlu? So is there a kind of political pattern that there's a system change after such a disaster? Das ist sicher keine politische Regel. Aber ja, 1999 gab es ein großes Erdbeben und es gab auch eine Wirtschaftskrise. Und Erdogan nutzte das als Gelegenheit. Auch damals war das System völlig kaputt. Und die Wähler haben die Regierungskoalition in die Opposition geschickt. Das machte Erdogans Chance möglich. Und die nutzt er nun seit einem Vierteljahrhundert. Das ist eine lange Zeit. Und wie heute folgte das Beben damals einer Wirtschaftskrise. Und wie damals liegt auch jetzt eine Wahl vor uns. Es gibt also viele Ähnlichkeiten. Die Leute haben wirklich genug von dieser Regierung, nachdem sie 25 Jahre an der Macht ist. Und nach so viel Korruption, nach so vielen Fehlern der Regierung und nachdem sie den Staat in ein islamisches Land verwandelt hat. Jetzt muss entschieden werden, aber nicht nur zwischen den beiden Kandidaten, sondern zwischen Autokratie und Demokratie. Es geht für uns um Leben und Tod. Für die weitere Geschichte der Türkei ist das wirklich entscheidend. Zum ersten Mal haben wir jetzt ein wirklich breites Oppositionsbündnis. Da sind zum einen die Nationalisten, die Sozialdemokraten, die gemäßigten Islamisten, die Kurden, die Aleviten, die Sunniten, die Schwulenbewegung, sie alle haben sich gegen Erdogan zusammengetan. Der gemeinsame Nenner ist, diese Regierung loszuwerden und zur Demokratie zurückzukehren. Hoffentlich haben sie diesmal eine Chance, die Wahl zu gewinnen. Die größte Minderheit in der Türkei sind ja die Kurden, Sie haben es gerade schon angesprochen. Und viele von denen leben auch im Südosten der Türkei, dort, wo die Erdbeben passiert sind. Und die haben das aus nächster Nähe miterlebt. Was denken Sie, wen werden die Kurden in dieser Wahl unterstützen? So many Kurds, Turkey's largest ethnic minority, are also living in the southeast of Turkey, there where the quakes had happened. And so they witnessed the consequences firsthand. What do you think? Who will the Kurds support during this election? Die Kurden waren schon immer gegen Erdogan. Für die Kurden repräsentiert Erdogan den Nationalismus. Und das wollen die Kurden nicht. Denn türkischer Nationalismus bedeutet eine Art antikurdische Politik. Dagegen waren die Kurden also schon immer. Doch im Erdbebengebiet gibt es 10 größere Städte mit insgesamt 13 Millionen Menschen. Die waren bisher Erdogan-Unterstützer. 8 dieser 10 Städte stimmten bei der letzten Wahl für ihn. Das Erdbeben und die Regierung haben diesmal also auch Erdogan-Unterstützer getroffen. Die sind jetzt zornig auf die Regierung. Umso wichtiger ist es jetzt für Erdogan, diese Menschen zu retten. Auch Präsident Erdogan selbst versucht aber dennoch aus dem Beben natürlich Kapital zu schlagen, indem er erstens sich als Retter inszeniert. Auf der anderen Seite hat er jetzt den Notstand ausgerufen wegen des Bebens und seine Befugnisse eben als Retter auch noch weiter ausgebaut.
Und die Polizei- und Militärpräsenz im Land wurde erhöht. Könnte Erdogan also doch noch Vorteile aus dem Erdbeben ziehen? So, President Erdogan also is trying to capitalize on the quake politically by declaring a state of emergency and by expanding his powers even more. The police and military presence has been increased. So could Erdogan, by taking these measures, also make gains after the earthquake and benefit from it? That's a very important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. Der Notstand wurde für 3 Monate ausgerufen und wird erst kurz vor der Wahl enden. Natürlich wird er seine Macht auch im Wahlkampf nutzen. Vielmehr stellt sich aber die Frage, ob Autokraten sich überhaupt abwählen lassen. Diese Frage stellt sich weltweit. Ich fürchte aber, sie haben ein Handbuch, wie man das Land regiert. Sie wissen, wie man eine Wahl manipuliert. Sie wissen, wie man an der Macht bleibt. Sie wissen, wie man die Opposition zerschlägt und wie man die Medien kontrolliert. Man kann das in Belarus sehen, in Russland, im Iran und auch in der Türkei. Für uns gilt es jetzt, mit der Regierung fertig zu werden, die alles kontrolliert. Das betrifft auch die Wahlurnen, die Medien, die Justiz und so weiter. Stellen Sie sich vor, Sie müssten ein solches System in einer Wahl herausfordern, das natürlich auch die Macht hat, die Armee zu nutzen, die Polizei, die Geheimdienste und einen Teil der Bürger. Es geht um viel. Und ich fürchte, falls er politisch weiter verliert, könnte Erdogan die Armee einsetzen und die Opposition noch vor der Wahl zerschlagen. Das ist die größte Gefahr, vor der wir jetzt stehen. Das werden wir sehen. That's something we are going to see, whether it happens or not. There's also an international aspect. Es gibt auch noch eine internationale Ebene. Die Türkei kann die 4 Milliarden, die sie zum Wiederaufbau des Bebens braucht, auf keinen Fall alleine stemmen. Die sind also auf internationale Partner angewiesen, speziell auch aus dem Westen. Ist das zum Beispiel auch der wahre Grund dafür, dass Präsident Erdogan jetzt vor der NATO einknickt und nicht länger dagegen zu sein scheint, dass Finnland jetzt in die NATO aufgenommen wird? So, Turkey can hardly rebuild the areas shaken by the earthquake alone, so it needs money, especially from the West. So is this, can this be a reason why President Erdogan is no longer against Finland's membership in NATO? Yeah, it's a complicated story because das ist eine komplizierte Geschichte, denn er hat von Anfang an versucht, Finnland von Schweden zu isolieren, weil Schweden ja seine Forderungen zurückgewiesen hat, Erdogans Gegner an die Türkei auszuliefern. Und Schweden hat das ganz zu Recht verweigert. Zwischen Finnland und Erdogan sind die Beziehungen besser. Ich denke, er spielt da einfach ein Spiel, bei dem er den Schweden, Finnland als ein Beispiel präsentiert, wie man sich gut verhält. Ich denke aber, Finnland und Schweden geben beide ein schlechtes Beispiel dafür ab, wie man mit einem Diktator umgehen sollte. Ich fürchte, sie haben sich Erdogans Forderungen sehr stark gefügt. Auch wenn noch niemand ausgeliefert wurde, wurde darüber verhandelt. Selbstverständlich sehen diese Staaten ihre Sicherheit als erste Priorität. Gerade jetzt suchen sie die Nähe der NATO. Sich dafür aber dem Willen und den Regeln eines Autokraten zu beugen, ist nicht hilfreich. Insgesamt scheint mir aber, dass der gesamte Westen eine stabile türkische Regierung einer demokratischen Koalition vorzieht. Es ist eben einfacher, mit einem Autokraten zu verhandeln, als mit einer Koalitionsregierung. A coalition government, of course. So
Falls also in 2 Monaten das Oppositionsbündnis die Wahl gewinnt, muss der Westen 6 Regierungsparteien überzeugen. Sie kennen den Koalitionsstress in Deutschland. Wenn da also in der Türkei ein Mann alles entscheidet und der auch noch Geld mag, ist es leicht, ihn zu überzeugen. Aber bei einer demokratischen Regierung mit 6 Partnern muss man jeden Einzelnen davon überzeugen. Running the country with 6 partners, you have to convince them one by one. So, leider scheint den meisten unserer deutschen oder westlichen Politiker Erdogan lieber zu sein als so ein Koalitionsbündnis. Members sometimes would prefer to deal with Erdogan instead of coalition partners. Und dann folgen sie eben auch dem, was er möchte. International eine Win-Win-Situation. Die Verlierer sind die Verteidiger der Demokratie. But the losers are the defenders of democracy. Sollte denn eventuell der Westen, es wird ja eine Geberkonferenz noch geben für die Erdbebenhilfe, sollte der Westen das Geld, was dort zusammenkommt, an Bedingungen knüpfen an Präsident Erdogan? So there will be a conference where money is collected for rebuilding the earthquake areas. Should the West give this money only on conditions for Erdogan? Yeah, that's for sure, because he needs money. Ja, sicher, denn er braucht jetzt Geld, auch um die Wahl zu gewinnen. Aber wohin das Geld am Ende fließt, wird schwer zu kontrollieren sein. Diese Frage stellt sich aber jedem, der jetzt den Überlebenden helfen möchte. Es ist schwer, das ohne die türkische Regierung zu machen. Die wollen das Geld in ihren Händen haben und man wird kaum erfahren, wohin es dann geht. Das war auch schon während der Flüchtlingskrise 2016 so. Der Deal war damals, dass Erdogan das Geld bekommt und er die Geflüchteten dafür in der Türkei hält. Dafür schaut der Westen von der Türkei weg. Das hat gut funktioniert. Die Flüchtlingsströme wurden aufgehalten. 4 Millionen sind jetzt in der Türkei und die hat damit ein großes Problem. Wie das Geld aus dem Westen ausgegeben wurde, weiß aber niemand. Erdogan ist ein Meister darin, Krisen zu seinem Vorteil zu nutzen. Ich fürchte, dass auch diese Krise für ihn zu einer Gelegenheit werden könnte, um mit Geld aus dem Ausland an der Macht zu bleiben. Herr Dünner, Sie haben das selbst erlebt, wie sich das Mediensystem in den letzten Jahrzehnten in der Türkei verändert hat. Wäre dieses Erdbeben, wäre diese Krise anders verlaufen mit einem voll funktionierenden Mediensystem? So, would this disaster have had a different outcome with a fully functioning media system in Turkey? Well, I doubt it, because das bezweifle ich. Denn hier muss das ganze System transformiert werden. Nicht nur die Regierung, sondern das ganze System. Ich kann das nur mit Deutschland im Jahr 1945 vergleichen. Germany, for example. I mean, hier wird nach der Wahl alles ruiniert sein. Die Institutionen sind weg. Die Demokratie, die Bürokratie, das säkulare System, die Justiz, all das ist beschädigt. Und wir müssen das wieder in Ordnung bringen. Auch die Medienlandschaft. Leider sind die Medien sehr stark unter Kontrolle der Regierung. Stellen Sie sich vor, Sie müssten das ganze System auflösen und ein neues Mediensystem aufbauen. Media system instead. Alright. Sie selber können über die Probleme, über die Geschehnisse in der Türkei zurzeit nur aus der Ferne berichten, über Kontakte und durch Ihr Webradio Özgürüz, was so viel heißt wie Ich bin frei. Ich bin frei. Und die Frage ist eigentlich, was bedeutet Freiheit für Sie? So, I guess you already could follow what I'm asking you. So what does the word freedom mean for you especially? It's like breathing. Das ist wie atmen. Für Journalisten und für die Leser. Wenn es keine freien Medien mehr gibt, kann man nicht atmen. Führen Sie es sich vor Augen. Wir wissen nicht, wie viele Menschen bei diesem Erdbeben wirklich starben. Wir leben in einem Land, in dem es ein großes Erdbeben gab.
Offiziell liegt die Zahl der Toten bei 47.000. In the opening you said something like 40.000. 47.000. This is the official number. And everybody knows that it's at least double. Aber jeder weiß, dass es mindestens doppelt so viele sein dürften. Aber niemand darf es wagen, nach der tatsächlichen Zahl zu forschen. Von der Regierung ist da nichts zu erwarten. Würden sie da Nachforschungen anstellen, man würde sie als Verräter hinstellen. Würden sie darüber twittern, hätten sie am nächsten Morgen die Polizei vor der Tür. Wie also soll man in einem solchen Land ein neues demokratisches Medienklima schaffen? A new democratic media's climate. Wir versuchen, das Exil auch als Chance zu nutzen und unser Volk zu erreichen. Am Anfang haben sie versucht, unser Webradio zu blockieren. Aber wir haben Wege gefunden, die Sperren zu umgehen. Und jetzt sind wir auf YouTube sehr aktiv und Millionen schauen zu. And now on YouTube really we are so active and we see millions of people watching. So ist das aber auch in Russland, in Belarus und auch im Iran. Auch dort wollen viele wissen, was wirklich los ist, weil es auch in diesen Ländern keine glaubwürdigen Medien gibt. There is no opportunity for the country to reach newsworthy, trustworthy news. Welchen Service bieten Sie da Ihren Zuschauern, Zuhörern aus der Türkei, aber vielleicht auch hier in Deutschland? So, wie arbeiten Sie? So, how is your radio working? What benefits can your audience gain from what you do? We are trying to say what is not. Wir versuchen, all das zu sagen, was in der Türkei nicht gesagt werden darf. Wir versuchen uns dabei auf die Dinge zu konzentrieren, die dort verboten sind. Niemand dort kann noch zu Erdogans Korruptionsfall recherchieren oder auch nur daran denken. Darum machen wir das von hier. Das hat Vor- und Nachteile zugleich. Wir sind hier in einem freien Land und können schreiben, was immer wir wollen. Aber wir haben auch noch Familienmitglieder in der Türkei. Wir haben dort Reporter und Programmierer. Und weil sie dort sind, müssen wir vorsichtig sein, was wir sagen, denn sie sind dort so etwas wie Geiseln. Wie hoch ist der Druck auf diese Leute da? So, how high is the pressure on your colleagues back in Turkey? Der ist hoch, aber wir sind wirklich vorsichtig. Wir überlegen zweimal, bevor wir etwas sagen. Denn wir müssen daran denken, dass sie dort sind. Darum sind wir auch nicht vollkommen frei. Nach den Wahlen werden wir hoffentlich frei sein. Sie leben jetzt persönlich in Berlin, aber man hat das erlebt an russischen Aussteigern aus dem russischen politischen System, wie lang der Arm eines autokratischen Staates sein kann. Es ist auch ein Mord im Tiergarten passiert an einem russischen Agenten. Wie sicher fühlen Sie sich in Berlin? Ich weiß, dass es eine sensible Frage ist. So, I guess you already got what I'm talking about. So, we witnessed this from other autocratic systems that they can be really harmful to their kind of traitors in a way, or enemies, state enemies, as you are kind of seen by the Turkish government. So, how secure do you feel here in Berlin? So, how dangerous is it here for you? Are there any do you have to fear something? Were there already any issues, any dangerous situations, or are you afraid of that, or is this no problem at all here in Berlin? I mean, if you are challenging a leader like Erdogan. Wenn Sie jemanden wie Erdogan herausfordern, dann können Sie sich nirgends wirklich sicher fühlen. Er ist ein Meister darin, seine Gegner überall auf der Welt aufzuspüren. Manchmal geschehen dann Entführungen. Manchmal werden Geheimdienstoffiziere entsandt. Manchmal gibt es auch Hate Speech von seinen Leuten.
Die letztgenannte Methode spielt vor allem hier in Deutschland eine Rolle. Denn hier leben viele Menschen mit türkischen Wurzeln. Und die Hälfte von ihnen unterstützt Erdogan. Und wenn ihnen dann ihr Anführer jemanden als Landesverräter präsentiert, dann ist es deren Pflicht, diese Person zu bestrafen. Da kann man sich dann nirgendwo mehr sicher fühlen. Vor allem nicht in Deutschland. Deutschland ist einer der gefährlichsten Orte der Welt für jemanden, der Erdogan herausfordert. Wie gehen Sie damit um? How are you dealing with this danger? It's difficult. You have to be careful. Das ist schwer. Sie müssen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wie viele Journalisten hier bei der Deutschen Welle unter ihr Auto schauen, bevor sie einsteigen. Aber das musst du als türkischer Journalist, denn wir haben alle damit Erfahrung. Und auch wenn sie das Haus verlassen, müssen sie jede Ecke überprüfen. Es gibt jede Menge Beispiele. Wir wissen, wie Autokraten denken. Falls Sie die Dokumentation über Nawalny gesehen haben, die vor kurzem einen Oscar bekommen hat, dann begreifen Sie die Gefahr, die überall lauert. Sie steckt in Ihrem Kaffee oder in Ihrem Auto. Wir haben hier auch in Deutschland eine sehr große türkische Gemeinde, eine türkische Community, was vielleicht auf der einen Seite auch für Sie ganz nett ist und Spaß macht, dann hier zu leben. Was hören Sie von da, von dieser türkischstämmigen Community, vielleicht auch in Bezug auf die bevorstehenden Wahlen und auf die Reaktionen nach dem Erdbeben? Traditionell sind in dieser Community ja auch einige, die Präsident Erdogan bisher unterstützt haben. So, here in Germany we have a large Turkish community and in the past many of them tended to support President Erdogan. Do you have any insights of how this maybe has changed after the earthquake? I don't have any idea or number about this. Ich habe keine Zahlen dazu. Alle Meinungsumfragen in der Türkei zeigen momentan, dass eine Mehrheit die Opposition wählen würde, nachdem deren Kandidat feststand. Da sehen wir jetzt einen dramatischen Wandel zugunsten der Opposition. We saw really a dramatic change in the support of the opposition, in favor of the opposition. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch hier in Deutschland so ist. Viele in der deutsch-türkischen Community haben Verwandte durch das Erdbeben verloren. Denn viele der Menschen hier kamen damals aus dem jetzigen Katastrophengebiet. Das heißt, viele haben Verwandte dort und haben das Versagen der Regierung jetzt miterlebt. Viele hatten auch in Immobilien im Katastrophengebiet investiert und haben nicht nur Familienmitglieder, sondern eben auch ihre Häuser dort verloren. Aber wie ich schon sagte, die Psychologie ist hier eine andere. Wenn Sie in der Diaspora leben, sind Gefühle manchmal wichtiger als Fakten. Auch ich verwechsle manchmal meine Gefühle mit der Realität. Das passiert, wenn man weit weg vom eigenen Land ist. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das Erdbeben Ihre Meinung geändert hat. Nach dem Urteil gegen Sie war es eben so, Sie haben Ihr Haus verloren, Sie haben Ihr Leben in der Türkei verloren, Ihnen droht eine lange Haftstrafe. Jetzt im Angesicht dieser Wahl, haben Sie da die Hoffnung, dass Sie die Türkei vielleicht noch einmal, vielleicht auch schon in absehbarer Zeit noch einmal wiedersehen können? So, after the verdict against you, you are facing a huge penalty. So, you're facing a prison, more than 20 years, you lost your house. In the dawn of this upcoming election, do you have hopes that you will be able to see Turkey maybe even as a kind of free man, what you are here in Germany, but not in Turkey? Do you have hopes that you can see Turkey again as a free man? Yeah, yesterday with my wife, we were checking the flights. Gestern haben meine Frau und ich nach Flügen für Montag, den 15. Mai, geschaut, um zurück in die Türkei zu fliegen. Jetzt ist es absehbar, kein Traum mehr. Es sind nur noch 8 Wochen.
Sollte es einen Regierungswechsel geben, werde ich natürlich den ersten Flug zurück in die Türkei nehmen. In Turkey, of course, I will be taking the first flight to Turkey, knowing that. Auch wenn da noch die Haftstrafe steht und ich auf eine Amnestie warten müsste. For an amnesty, etc. Aber es wäre eine echte Revolution mit einem ausstehenden Fragezeichen. Ob die Autokraten wirklich gehen werden bei einer Niederlage. Sollte die Türkei die Autokratie erfolgreich überwinden, wäre das ein großartiges Beispiel für die ganze Welt. Ich bin da ganz optimistisch. Das sagt Ms. Can Dündar, türkischer Journalist, der hier im Exil in Deutschland lebt. Vielen Dank, Herr Dündar. Many thanks for your insights. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much.